Ein neuer Part hier in 7-4. Und wir suchen nach den drei Kugeln für die Brücke. Und den Pilz, den würde ich schon gerne mitnehmen. So, was gibt's hier jetzt? Ein Dry Day? Eine Hinterwelt. Und die erreicht man wie typisch, wie klassisch, darüber. Und jetzt ramm ich euch nieder. Denn auch in den Wolken regiere ich. Der große Pixel Mario. Zack, 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 zack. Level up. Angriff um 1 gestiegen. Zack, 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 zack. Zack, zack. So. Jetzt kann ich über diesen Umweg dann nach hinten. Und da haben wir eine Toilette. Sind sie verschwunden? Ist die Gefahr gebannt? Kann ich aus dem Versteck kommen? Übrigens, wer bist du? Mario. Mario? Was für ein lächerlicher Name. Du bist eines der Monster. Du willst mich in das Licht führen, um mich herauszulocken und dann zu fangen. Ja, also dann bin ich eben Papi. Und Papi, das kann nicht stimmen. Du wirst mich nicht täuschen, Monster aus dem unten drin. Muss mich herauslocken, um sie nachzufangen. Na gut, daneben. Ich bin ein Monster. Ein Monster, du lügst. Kein Monster würde zugeben, ein Monster zu sein. Das würde ja bedeuten, dass du kein Monster bist. Genial. Hallo, Gelbi. Sag ich grüß dich, ich bin Gelbi. Ich nehme an, du kamst, um mich zu retten. Ja, sonst bin ich nicht da. Wir müssen die Brücke wieder aufbauen, um zu Opapi zu gelangen. Dazu brauchen wir in deinem Besitz befindliche gelbe Kugel. Gib sie uns. Falls nicht, berichten wir allen, wie lange du in deinem Versteck gekauert hast. Liebe Eddie, ich werde alles tun, was du verlangst. Hol die Liebe Eddie. Ja. Ich werde mich nicht wie ein gemeiner Feigling verstecken sollen. Ich werde mich aufmachen, um den anderen zu helfen. Bitte sei vorsichtig. Denn jetzt bin ich regeneriert. So, das beantwortet allerdings nicht die Frage, wie wir diesen Schauspieler aus seinem Versteck holen. Am letzten Part haben wir bereits schon Obi getroffen. Ach, das sind sowieso alle besiegt. Sowieso alle platt wie die Flunder. Da gibt es doch sicherlich noch einen geheimen anderen Weg, oder? Nö. Sieht nicht danach aus. Sollten wir nur noch Ding Blaubi finden, aber um an den ranzukommen. Na, ich gehe nochmal zu dieser Witzfigur von Schauspieler, mal sehen, ob er. So. Okay, das ist eine Röhre. Aber ich glaube, das ist nur ein Bonusraum. Naja, man kann es ja immerhin versuchen. Warum sollte das denn sonst eine Wolke rumschweben? Ach, nur zwei Schatztruhen, ich hab's doch gewusst. Mit Playing Cards von Skelebit und den ganzen Müll. So, gibt's noch was in 3D, auch wenn ich bezweifle, weil das hier ein Bonusraum ist. Okay, es ist ein reiner Bonusraum, aber Bonusräume sind immer reine Bonusräume, eigentlich. So, dann speichere ich mal wieder geschwind ab.
damit wir das auf unserer Safe Data jederzeit haben. Ach, wir sind sogar wieder geheilt worden. Spitze. Ah ne, wir hatten ja ein Level Up. Kein One Up, aber ein Level Up. So, jetzt kann es eigentlich nur mit dem Schauspieler was zu tun haben. Veräppelt mich nicht. Oder ich habe da noch eine Theorie. Aber na, dazu kommt es später. Es hat mit diesem... Ach, blöde Steuerung. So ein Müll. Geht gar nicht. Gefällt mir nicht. Keine Antwort, ja. Was soll ich denn machen, bitteschön? Wichtige Items, habe ich da noch irgendwas? Helm, Vasenblatt, rote Kugel. Was ist mit dem Kerl los? Es muss doch hier noch mehr geben. Kann man sich hier nicht irgendwo fallen lassen? Oder halt mal, ich habe eine Idee. Da oben ist ja was. Ah! Verdammt. Da oben ist was. Aber da dauert was, um das auszulösen hier. Sowieso alles nicht für mich zumindest nicht von Wert. Es geht dann nirgends wohin. Bin enttäuscht. Aber gut, was will man machen? Vielleicht muss ich die hier auch alle den allen hier ein Ende setzen. Vielleicht taucht dann ja irgendwas auf. Mensch, das kämpft in 3D. Das macht überhaupt keinen Fun. So Leute, herzlich willkommen zurück. Oder nicht zurück, aber ja, war halt eine Unterbrechung. So, ich versuche immer noch herauszufinden, ob wir was bekommen, wenn wir diese Wesen hier besiegen. Schlag doch drauf! So. Nix ist passiert. Aber da fällt mir ja noch was ein oder auf oder ein oder was weiß ich. Ach, da gibt's nur Sess, aber auch nicht mehr. Oh, da können wir uns hier. Also hier hätte ich so etwas derartiges eingebaut. So, welche Möglichkeiten bleiben uns jetzt eigentlich noch übrig, wo wir suchen können? Mir fällt da wahrhaftig nichts mehr ein und das hier, also der Abschnitt hier ist wirklich für nichts und wieder nichts gemacht worden. Es sei denn, man kann da irgendwie durchfallen, aber ich sehe ja das da, aber ich sehe ja da nichts. Ist das Problem. Also entweder bin ich blind. Ja, Kumpel, fahr mich mal wieder nach oben. Weil ich bin mir sicher, ich hab da mal oben was übersehen. Das kann eigentlich nur oben sein.
Ja, also hier nicht. Und hier auch nicht. Und da hinten ist die blöde Brücke. Ja, wenn mir nur noch der Ort einfallen. Ich lege jetzt hier schon mal die gelbe Kugel und die rote Kugel ab. Weil ich weiß immer noch nicht, wo ich die blaue finden soll. Wo ist dieser Blaubi? Wo versteckt er sich? Das ist unfair. Gut, dann gehe ich nochmal hier aufs Dach. Ach, das ist eine Snackbar. Wird zwar nichts bringen. Nein! Der letzte Part von heute wird nochmal ein Dreischnitt und jetzt werde ich den hier auswählen. Bestimmt kann man ja sowieso noch was kaufen. Hallo, willkommen, ja. Also da kann man halt was kaufen. Und sonst ist ja nichts. Habt ihr vielleicht irgendwie einen Tipp? Vielleicht könnt ihr uns ja irgendwas geben, was diesen ohnmächtigen Kerl da... Leben erfüllt. Nein. Mensch, die können uns alle nicht helfen. Und die Kamera ist bald wieder leer, aber sie hat ja lang durchgehalten. Daher werde ich jetzt erstmal gucken, ob es vielleicht irgendwas gibt, weil das kann doch nicht sein. Jetzt ging es so gut voran eigentlich und jetzt spielt wieder dieser eine und ich weiß nicht, wo er ist. Umdrehen. Was bedeuten diese komischen Zeichen? Das macht mich hier noch verrückt. Speichern wir es mal ab. Ich gehe jetzt noch ein bisschen auf die Suche. Der Part endet, wenn die Kamera ausfällt. Was bedeutet das? Soll ich da etwa draufschlagen oder was? Was bedeuten diese Zeichen da? Können wir da nach unten fallen? Nein. Wahrscheinlich bedeuten diese Zeichen einfach nur, wo man fliegen kann und wo nicht. Ne, die bringen überhaupt nichts, die Zeichen. Ganz ehrlich. Stern, 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 okay. Ja. Menschenskinder, geht mir das wieder auf den Senkel. Oder da unten vielleicht. Ja, da ist ja noch eine Tür, aber da haben wir doch schon jemanden gerettet. Gehen wir einfach nochmal rein. Alles einfach gründlich durchsuchen. Ja, da oben ist noch eine Ebene. Da. Das ist es. Unglaublich, dass ich es sage, aber das ist es.
Nein, stoß mich doch jetzt nicht wieder runter. Ja, sieht gut aus. Der Kerl ist eingefroren, dem helfe ich mal. Hey, wenn jetzt die Kamera ausfällt. Sorry, dass ich das sage, aber... Ja, ich danke dir. Also ich habe fast, als hättest du mich ins Leben zurückgeholt. Moment, was habe ich hier eigentlich verloren? Wer bin ich? Wo bin ich? Hat mich Amnesie gefallen? Ach, was soll ich tun? Wo bin ich? Mann! Einen Moment, ich erinnere mich. Ich bin Blaubi. Die Leute, die da jetzt weggegangen sind, weil sie sich gedacht haben, verdammt nochmal. Tut mir leid. Bist du nicht aufgewacht, Blödi? Wir sind in Eile. Ja, wir müssen schleunig. Gib uns einfach die Kugel. Oh, natürlich, ich verstehe. Monster haben oben drum angegriffen. Opa ist gefahren, du sprichst die Wahrheit. Da gibt es keinen Zweifel. So. Ja, ich muss den anderen auch helfen. So, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Gut. Und das war ein Fehler. Und im nächsten Part begegnen wir dann wahrscheinlich dem Endboss dieser Welt. Was soll jetzt bitte schon noch kommen? Entschuldigt, dass ich da nicht sofort drauf kam übrigens. Aber die Tür, die war so sauklammerheimlich versteckt. Jetzt auf den Speicherpunkt, speichere ab, lade die Kamera auf und dann nehmen wir nochmal neu auf. Dann gibt es glaube ich noch zwei Aufnahmeschichten, die ich noch einhalten muss und dann hätten wir das Ganze glaube ich. Also ich glaube in 6 Parts ist das Let's Play vorbei. Mindestens 10 vielleicht noch oder 8. Je nachdem, also über 10 nicht mehr. Bis zum nächsten Mal, ciao.